Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Praxis Ostervital. Mein Name ist Rohit Mathur und heutiges Thema ist eher ein Frauenthema und das mache ich, da mein Kanal in den letzten Tagen sehr viel Zuwachs auch vom weiblichen Publikum bekommen hat. Ja, in dem Sinne herzlich willkommen nochmal. Ja, als Trainer hat man mit sehr vielen verschiedenen Trainingszielen zu tun und ein sehr häufiges Trainingsziel bei Frauen ist natürlich alles fester machen und zu straffen. Ne? Daher kommt auch hin und wieder die Frage, was muss ich trainieren, damit mein Busen oder meine Brust straffer wird? Eines muss ich gleich weg sagen, ja? Ohne ein wenig Sport geht es auf natürliche Weise nicht. Ja, der Busen lässt sich zwar selbst nicht trainieren, dafür aber die Muskeln, die ihm Halt geben, und ohne festen Halt kein straffer Busen. Der Brustmuskel hört dort auf, wo der Busen eigentlich beginnt. Ja? Busen und Brustmuskeln sind lediglich durch Bindegewebe miteinander verbunden. Trotzdem kann ein kräftiger und starker Brustmuskel mehr Halt bieten als ein schwacher. Wird nämlich das Bindegewebe schwach, verliert auch die Brust an Festigkeit, also an Standfestigkeit, und sinkt nach unten. Ja? Diäten, insbesondere auch radikale Hungerdiäten, können das Absinken natürlich auch beschleunigen. Das bedeutet für dich als Frau, ruhig auch Übungen wie Liegestütz, Bankdrücken, Schrägbankdrücken immer wieder in dein Training involvieren. Ja? Diese Übungen sind nicht nur für Männer, sondern wirklich auch für euch Frauen. Eine kräftige Rückenmuskulatur stabilisiert die Wirbelsäule und das bewirkt eine aufrechte Haltung. Eine krumme Haltung lässt den Busen hängen und dehnt das Bindegewebe zusätzlich. Ja, das siehst du an diesem Bild hier. Diese Belastung solltest du deinem Busen unbedingt ersparen. Ja? Vor allem der obere Rücken ist sehr wichtig, ja? Durch Training des oberen Rückens schaffst du es, dass deine Schulterblätter mehr nach hinten kommen und deine Brust besser zur Geltung kommt. Ja, das bedeutet vor allem hinten, der obere Rücken ist für uns wichtig. Das kannst du mit Übungen machen wie ja, Rudern, Butterfly Reverse, also alles Übungen, die die Muskeln zwischen den Schulterblättern trainieren. Auch die tiefe Schicht der Bauchmuskulatur solltest du nicht vernachlässigen, denn diese tiefe Bauchmuskulatur wirkt sich wie so ein Korsett aus und ist auch für eine aufrechte Körperhaltung sehr wichtig. Ja, das schiebt auch wirklich nach oben. Zusätzlich kannst du die aufrechte Körperhaltung immer wieder auch schulen. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich zum Thema Körperhaltung ganz viele Video schon gemacht, also schau einfach meinen YouTube-Kanal durch. Wichtig ist auch, trage beim Sport, besonders beim Joggen, unbedingt einen gut stützenden Sport-BH. Was auch helfen sollte, sind tägliche Wechselduschen. Ja? Sie regen die Durchblutung der Haut und des Bindegewebes an. Das hält natürlich den Busen auch straff. Cremes, Lotions und Ampullen machen zwar die Haut des Busens weicher und glatter, aber sie heben den Busen nicht wirklich an. Ja? Ja, das war's schon. Ich hoffe, ich konnte dir einige Tipps geben. Ich hoffe auch, das Video hat dir gefallen. Ja, wir sehen uns bald wieder. Bleib gesund, bleib fit, bleib in Bewegung. Bis bald. Ciao.